Das weiß ich doch. Ich schließe mich an. Gute Arbeit, Kommandant. Wow, sieh mal auf die Karte. Die ersten Scans zeigen, dass das Gebiet vor Hüllen nur so wimmelt. Aber es gibt auch massig Schätze und Überlebende. Letztere wahrscheinlich in Todesangst. Also nichts wie hin. Verschaffen wir unserer Basis einen Namen. So, was soll ich jetzt machen? Sanitäter. Halb-Pets herstellen. Schließe zwei Missionen in einer Komfortzone ab. Ich würde dir gerne helfen, aber Dr. Blackwell ist mir einfach zu furchteinflößend. Also dann, viel Glück. Kommandant, wir müssen Heilpads herstellen, dass du gefährlich wenig Konditionsstationen hast. Du schickst dein Team unvorbereitet in den Sturm. Ich schlage vor, du deckst dich mit Heilvorräten ein, bevor du sie brauchst. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, das lief besser als erwartet. Finde das Handwerksmaterial und stelle Konditionsstationen her. Bitte, bitte tu das. Ich habe richtig Angst vor ihr. Alles klar. Was ist denn jetzt? Warum bin ich hier in der Lobby drin? Hallo? Wollte ich doch gar nicht. Hopp. So. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen hier durchgucken. Haben wir was Neues dazu bekommen? Das wüsste. Auf jeden Fall sollten wir, wenn wir die Außenmission machen, wieder Pfadfinder einsetzen. Oh, zwei Lamas haben wir bekommen. Sehr schön. Und was hat das jetzt so? Umwandlungsschlüssel für was? Ein zufälliger Scharfschütze. Wandelt einen Satz Gegenstände in ein zufälliges Überlebenden um. Wandelt einen Satz Gegenstände in einen. Okay. Das muss ich mir nochmal genau konzentrieren, was das bedeutet. Aber wir haben wieder drei Fertigkeitspunkte, die wir vergeben können. Ja, wo setzt man die denn ein? Die können wir nie. Aus welchen Gründen auch immer. Soll man hier? Wir haben hier Entdecker. Entdecker brauchen wir vielleicht noch. Rucksackgröße erhöht. Jawohl. Und zack. Und dann können wir jetzt unseren Helden wieder mal tauschen und wir nehmen jetzt Legende nehmen. Ach, da muss ich ihn draußen lassen, oder was? Da muss ich den anderen einsetzen. Das ist natürlich doof. Was ist denn das? Ne, Verstrecker will ich nie. Konstrukteur, was ist das hier? Konstrukteur. Ach, hier haben wir noch einen Entdecker. Leveln wir die auch gleich auf hier. Wenn wir schon mal dabei sind. So, da ist die auch aufgelevelt. Da können wir unseren Helden jetzt wieder wechseln. Und zwar auswählen. So, dann tun wir jetzt unseren Pfadfinder auswählen. Wo ist er denn? Da ist er. So, und den können wir jetzt eigentlich rein theoretisch auch weiterentwickeln. So, mach mal. Jetzt sieht er richtig geil aus. Mit Mützchen und Basic Cappy. Geil. Cool. Cool. Die können wir später noch machen. Ja, Waffenlager. Karte. Können wir eigentlich jetzt hier rüber? Ne, da brauchen wir... sind noch 15. Eigentlich könnten wir hier rüber. Auswählen. Geht aber nicht. Schade. Aufträge. Herausforderung. Okay. Was ist das denn? Überlebenstraining. Phase 1. Wir sollen den Überlebenden sozusagen. Das können wir mal machen. Haben wir irgendwo Überlebende drin? Ja, hier haben wir doch Überlebende, ne? Überlebende gewöhnlich. Überlebende. Überlebende. Da würde ich doch mal sagen, wir tun mal den Doktor aufleveln. Weil da brauchen wir ja eh. Yes! Und damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Sehr schön. Wunderpübsch. Ach, ich finde das Spiel geil. Das macht richtig Laune. Machen wir den nur gleich auf die Zähne. Gibt nur einen Doktor. Und dann müssen wir da gucken, ob wir noch Überlebende finden mit den gleichen Attributen. Job ist passend.
Charakterzüge passend. Da brauchen wir, ach, da braucht man das. Ah, jetzt verstehe ich das. Dafür, das brauchen wir. Charakterzüge passend. Wie zum Beispiel sie hier. Das würde passen, oder was? Bonus noch ein Nahkampfschaden. Okay, das lassen wir mal. Nee, dann müssen wir sie wieder anders auswählen. Wo haben wir noch so eine? Schauen wir nochmal. Hier haben wir noch eine. Charakterzüge passend. Dann müssen wir den auch noch ändern. Also die Anführer können wir ja leveln. Aber die passt gar nicht, oder was? Dann nehmen wir doch hier den. Und die nehmen. Und den nehmen wir für One Day. Genau, machen wir so. Da steigert unsere Konzession auf 2085. Passend, Teamschaden, Charakterzüge passend, Job ist passend, Fallenhaltbarkeit 1 von 2 und so weiter. Gucken wir doch mal nochmal hier rein. Was ist Job passend? Fernkampfschaden. Dafür brauchen wir das da. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir da was haben. Die würde passen. Oh. Das müssen wir jetzt alles noch ein bisschen optimieren hier, bevor wir weitermachen, weil ich würde das gerne wissen wollen. Charakterzüge passen, dann brauchen wir das, das und das. Das ist alles drin, sehr schön. Aufklärungsteam passt überhaupt nicht, dafür brauchen wir Charaktertüren passen, da brauchen wir auch noch so einen Teil. Haben wir da noch einen? Hier hat man noch einen, aber die ist zu low. Rot, alles rot. Der passt da Uni rein. Die brauchen dieses komische Teil da. Ist egal. So. Jetzt haben wir noch Entdeckerposition. Sollten wir auf jeden Fall machen, weil wir brauchen neue Steine. Deswegen Expedition starten. Dann setzen wir ein. Wen setzen wir denn ein? Wir haben noch einen Pfadfinder irgendwo. Haben wir noch einen Pfadfinder? Die ist der Pfadfinder, oder? Ja. Dann setzen wir die ein. Auswählen. Und Expedition starten. Starten. So, dann haben wir nochmal ein Bötchen. Dafür brauchen wir aber 45, ernsthaft. Haben wir noch nicht. Okay, wir müssen uns bei einem belassen. Standfähigkeit, oh Gott, das wird immer geiler, das Spiel. Meiner Meinung nach. Alle Überlebenden. Was wir an Überlebenden hier drin haben, das ist nicht mehr normal. Eigentlich würde ich die hier unten gar nicht einsetzen, weil... Na gut. Sehr schön. Gut. Auf jeden Fall ab in die nächste Mission. Dafür sollen wir Heilpads herstellen. Heilpads. Na gut. Ab geht er, Peter. Das wird interessant. Sanitätermission. Schufte. So, starten. Bestätigen. Also hoffen wir doch mal. Also der Pfadfinder kriege ich einfach mehr Sachen raus, wenn ich mit dem irgendwo unterwegs bin. Das habe ich mitgekriegt. Da kriegst du aus einer Schraubenkiste nicht plus 2 oder 3 Schrauben oder 4 oder 5. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt unendlich wieder Material rauspumpen hier irgendwo. Was brauchen wir eigentlich für das Holz, wurde mir gesagt, braucht man dafür. Da brauchen wir Planken, Panzertape und Stricke. Machen wir mal 10 Stück. Wir können die jederzeit wieder recyceln. Aber so kriegt man die Planken wenigstens raus. Und die Dinger können wir jetzt auch aufmachen, ne? So tödlich mag ich es. Zack. Was können wir mit Z machen? Oh, geil. Feindliche Feinde! Feindliche Feinde, der ist so gut. Tschüss. Aber wir bauen jetzt heute schneller ab. Alter, das geht ja rasend. Die neue Spitzhacke ist geil.
müssen einen Haufen Steine reinholen, auf jeden Fall. So, hier haben wir die Kiste. Schrauben. 4 Stück, siehst du? Ich hab's gesagt. So, und die können wir jetzt wieder verwerten. So blöd, wie es jetzt klingt, aber irgendwie muss ich dieses Zeug ja rauskriegen, die Blanken. Die mühen mir sonst das Inventar zu. Wir sollen ja Heilpads bauen, ne? Für was brauche ich denn für Heil? Was brauche ich nochmal für Heilpads? 5 Heilpads zum Herstellen. Für Heilpads brauche ich diese komischen Wurzeln. Ja, das sollte man hinkriegen. Die findest du ja überall. Ziel noch nicht gefunden. Naja. Welche Festung? Wie stellen wir hier Bäume jetzt ab und ey. Die Spitzhacke ist geil. Die hätte ich genau bei 7 Days to Die, ganz ehrlich. So. Was ist hier drin? Ah, es hat von da nämlich die Chance, so bessere Sachen zu finden. So. Suchen in der Atlas? Naja, ist klar. Oh, guck einer an. Ups. Tschüss, mach's gut. Hey, lass das. Ich hasse das. Noch einer? Nee. Und wenn ihr irgendwo rumlauft, ne, besonders am Kartenrand, immer in die Ecken gucken, da gibt es einen Haufen Schrauben. Und einen Haufen Schrauben braucht ihr für Munition. Das ist ganz wichtig. So, von da sind wir ja gekommen, aber wir gehen trotzdem mal in die Richtung. Wir müssen hier alles mitnehmen, auf jeden Fall. Alles. Unser Inventar ist restlos erschöpft, zumindest was Steine, Holz und Eisen betrifft. Und da hinten, siehst du? Hätte ich fast verpasst. Filzchen. Und hier siehst du wieder so eine Dose. Direkt die meisten Schrauben raus. Gut, es gibt auch Missionen, wo ihr 99 Schrauben bekommt, aber... So, gucken wir mal ins Inventar. Wir könnten jetzt rein theoretisch Heilpads bauen. Wie viel können wir bauen? 1. Aber wie viel Planken wir haben? Das ist doch nicht mal normal. Ja. Ja, ich weiß, das sind die Missionen hier. Aber es ist grundsätzlich das Spiel: Looten, Looten, Looten. Ja. Ist aber fast in jedem Spiel so, dass man überall mal looten muss. Ob das ein Holz oder Stein oder. Sand bei Minecraft oder bei Stein und Holz bei 7 Days to Die oder. Ach, oder ob das Nahrung ist in anderen Überlebensspielen wie Rust. Kannst dich aussuchen. Überall musst du sammeln und farmen. Aber mit der Spitzhacke geht es eigentlich relativ schnell. Oh, hier, Schrauben. Wie gesagt, das wollte ich euch noch zeigen, ne? Das Inventar hier auf jeden Fall leer machen. Wenn ihr das nicht benutzt, tut es wiederverwerten, schmeißt es weg oder was auch immer. Aber müllt euch das Inventar nicht zu, wenn ihr es nicht braucht. Weil das Inventar braucht ihr mehr für die Sachen, die ihr down abbaut. Metall, Eisen. Naja, Eisen ja Metall nicht, aber jetzt zum Beispiel hier Kristalle, Kohle,